Im heurigen Sommer suchte Christian Borgatello eine neue Herausforderung und wechselte zum ungarischen Spitzenklub Sapa Ferhervár, der in der österreichischen Erste Bank Eishockeyliga mitspielt. Nach nur wenigen Monaten ist der 29-jährige Verteidiger aus familiären Gründen wieder nach Südtirol zurückgekehrt und feierte am vergangenen Donnerstag beim HC Bozen sein Comeback. Ja, ich bin zurückgekommen, weil einfach eine Entscheidung zu treffen war und für mich ist einfach, dass die Familie vorauskommt und wenn sie froh sind, bin ich auch glücklich. Und dann habe ich halt einfach die Entscheidung getroffen, zurückzukehren. Christian Borgatello zählt seit Jahren zu den besten einheimischen Verteidigern. Er hat knapp 500 Serie A-Spiele bestritten und wurde dabei zweimal mit dem HC Bozen und einmal mit dem HC Mailand Meister. Zudem gewann er mit den Weiß-Roten zweimal den Supercup und einmal den Italien-Pokal. Seit 11 Jahren spielt Borgatello auch in der A-Nationalmannschaft. Neben den Olympischen Spielen 2006 in Turin hat er 29 WM-Spiele bestritten. Angesichts der großen Verletztenmisere war die Rückkehr von Borgatello für den HC Bozen wie ein 13er im Lotto. Christian ist ein großer Kämpfer, ist vielleicht nicht der Größte, das wissen wir, aber er kompensiert das mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Schuss und mit seinem Einsatz, also im Großen und Ganzen. Wie gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass er zu uns gekommen ist. Er ist der Kämpfer schlechthin. Er ist technisch super. Er hat ein Herz wie ein Pferd. Er kämpft und macht alles. Er ist wirklich super, muss ich nur sagen. Und negative Seiten von ihm kenne ich nicht. In Székes Ferehvár, einer 100.000 Einwohnerstadt 70 Kilometer südwestlich von Budapest, fühlte sich Borgatello auf Anhieb wohl und spielte sich beim ungarischen Meister schnell in die Herzen der Fans. In 15 Spielen gelangen ihm 4 Scorerpunkte. Es ist brutal schön gewesen. Das Stadion war halt voll und die Mannschaft war gut. Momentan ist es auch gut gelaufen. Und die Stadt ist schön. Es ist alles schön gewesen. Derzeit liegt Sapa Ferhervár in der Tabelle auf einem Playoff-Platz und somit voll im Soll. Zwischen der Serie A und der Ebel gibt es für Borgatello einen entscheidenden Unterschied. Ich glaube, der einzige Unterschied ist einfach, dass es mit 4 Linien gespielt wird und deswegen wird der Rhythmus ein bisschen härter und die Wechsel werden halt kürzer gemacht, halt die 30, 35 Sekunden. Deswegen bist du nie müde, wenn du rauskommst. Für den Meraner war es nicht das erste Mal, dass er im Ausland der Hartgummischeibe hinterherjagte. In der Saison 2004-05 spielte der Nationalverteidiger für die Dundee Stars und Basingstoke Bison in Großbritannien, weshalb er das Leben als Profi schon kannte. Früher bin ich aufgestanden, machte ein Frühstück noch zum Stadion, habe ein bisschen Warm-up gemacht mit den Radeln und so und dann ist man auf Eis gegangen. Und danach haben wir noch Kraftraum gemacht und dann haben wir einmal Platz gehabt, wo man essen gehen hat gekannt. Und dann ist man halt ein bisschen mit den anderen Ausländern ein bisschen in der Stadt umgegangen, Kaffee trinken und auf Nacht sind wir halt alle zusammen essen gegangen. Und das war der Tag halt. Das Geschehen in der Serie A hat Schizzo, wie Borgatello von seinen Freunden genannt wird, von der Ferne stets verfolgt. Jede Mannschaft ist gut, jede Mannschaft hat sich ausgerüstet mit guten Spielern und ich muss sagen, es ist schön, wenn eine Saison ist, wo gegen jeden gewinnen kannst und gegen jeden verlieren kannst. Borgatello wird kaum Mühe haben, beim HC Bozen Fuß zu fassen. Schließlich hat er bereits 4 Jahre lang das Trikot des Rekordmeisters getragen. Von seiner alten und neuen Mannschaft ist er bereits jetzt begeistert. Die Mannschaft ist super, super, super Spieler und ich hoffe, dass das Ziel erreicht wird, dass mal sicher das Finale umgesagt ist. Bis dorthin ist es noch ein weiter und steiniger Weg. Mit Christian Borgatello ist der zuletzt zweimal verpasste Finaleinzug aber durchaus möglich.